Hallo AFOPs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Micha. Und das ist das erste Kugelbahn-Video, in dem ich dabei bin. Richtig, und ich war bis jetzt bei allen Kugelbahn-Videos dabei, mit Niklas, mit Dirk und heute sitzt du mal hier heute bei. Heute bin ich mal dabei, ich bin gespannt. Erzähl mal, was ist eine Kugelbahn? Heute darfst du mal deine Bälle in die Maschine hauen. Ja, erzähl mal, was ist eine Kugelbahn? Wie, was ist eine Kugelbahn? Ja! Eine Bahn, wo Kugeln laufen. Ja, okay. Also ich soll jetzt wieder... Du meinst diese Great Ball Contraptions, jawohl. Mhm. Great Ball Contraptions, ich muss wieder lesen. Das ja. Mit dem Auswärtsgebabbel, das ist nicht so meine Sache. Wir haben ja eine Serie von mittlerweile 4 Sets von Boat King, alles lizenzierte Mocs. Und alle machen nichts anderes, als dass sie eine Kugel von A nach B transportieren. So, fangen wir doch mal heute, machen wir es doch mal so rum. Muss doch mal so rum. Wir haben euch ein Video gezeigt mit diesem schönen Stück. Es war lustig. Ich glaube, ich hatte viel Spaß. Ich weiß noch, ich hatte viel Spaß. und das hier, die Regenbogenbahn 1. Nummer 1 und das ist Regenbogenbahn Nummer 2. Mhm. Wir hätten sie gerne auch nochmal hier auf den Tisch gezogen und alles ineinander gesteckt, aber der Kollege, der hat sich die unter den Nagel gerissen und ist damit außer Landes gezogen wahrscheinlich, also es ist weg. Ja, er sitzt in unserem anderen Standort in Rüsselsheim und wir sind in Flörsheim und er hat die wahrscheinlich zu Hause. Zählt das noch zu diesem Land? Ja, schon. Gut. Ist nur auf der anderen Main-Seite. Also, auch die zwei sind noch im Shop erhältlich, wer hier eine Riesenanlage bauen will. Und die Harfe ebenfalls, oder? Die Harfe ist, glaube ich, auch noch da, aber die Harfe haben wir noch gebaut hier. Die ziehen wir gleich nochmal mit rein. Aber gucken wir einfach mal, was es kann. Wir haben einen Motor und wir haben einen Batteriekasten und wir haben Bälle. Und die Bälle kommen... Vorab nochmal. Hast du überhaupt was mit dieser Materie zu tun? Abgesehen, dass du durch Steine kennst. Ich weiß, dass es viele Technikfans da draußen gibt, die sich aus Noppenstein, aber auch aus Fischertechnik, aus diesen Metallbausystemen und so teilweise gigantische Anlagen bauen, die nichts anderes machen, als Kugeln im Kreis zu bewegen. Aber du selbst? Im Mathematikum in Gießen ein wunderschönes Mitmachmuseum, schwer zu empfehlen. Ich habe in Gießen studiert, ich war auf dem Mathematikum, auch mit meinen Töchtern. Gibt es eine riesengroße Kugelbahn, die einmal pro Stunde angeschaltet wird. Da kann man dann 5 Minuten zugucken, wie sich einfach nur Kugeln bewegen. Immer im Kreis, also ist herrlich. Ein riesengroßes Ding, man steht im großen Raum und die Kugelbahn ist irgendwie 3-4 Meter hoch. Hast du jetzt meine Frage nicht verstanden oder hast du einfach keinen Bock drauf zu antworten? Hast du damit was zu tun? Nein, also das heißt zu tun, ich weiß, was es ist, aber ich habe selbst noch keine Kugelbahn gebaut, mit einer Ausnahme. Ich besitze dieses alte Lego Ideas Set, das im Endeffekt nichts anderes ist als so eine Art Labyrinth, wo man eine Kugel durchbewegt. Weißt du, jetzt gibt's auch früher aus Holz. Mit so 2 Einstellrädern, wo sich diese Ebene so, auf der die Kugel läuft, das Labyrinth bewegt. Ja, entweder die Kugel fällt in ein Loch oder du dirigierst sie durch. Das Ding habe ich zu Hause und das hat auch Spaß gemacht. So, das gab es auch schon von... Das gab es einmal als Lego Ideas Set vor langer Zeit, ja. Okay. So, gut, wir haben Bälle. Die Bälle müssen hier rein, richtig? Schönen Vorratsbehälter. Huch. Was lässt du denn alles noch rein? Auch Schrauben, wo sind denn die her? Also die gehören nicht zu dem Set. Das ist die Verschlussschrauben vom Batteriekasten. Das sind die Verschlussschrauben des Batteriekastens. Was immer die da drin machen. Warum sind denn hier die Leute zu faul, den Batteriekasten zu schließen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Okay, also wir haben Kugeln, wir haben einen Motor, der Dinge tut und wir haben hier hinten den Auffangbehälter, damit die Kugeln nicht abhauen. Und jetzt machen wir es doch einfach mal an. Also die Bällchen laufen hier einen nach dem anderen. Ah, das kippt hin und her. Da schau her. Ah, die gelbe. Schafft's es? Die gelbe ist an einem unguten Ort, die kommt nicht voran. Wisst ihr das? Wir müssen ihr helfen. Ha! Das ist die weiße an diesem Ort. Also hier vorne können sie hängen bleiben. Okay, dadurch, dass es hin und her kippt, rollen die Kugeln immer von links nach rechts. Jawohl. Ja, und hin und her kippen tut es durch diese ich weiß nicht, wie nennt man so eine Form? Du hast ja Mathematik studiert, hast du gerade gesagt, oder sowas? Nee, habe ich nicht. Wie die Form ist, weiß ich nicht. Ach so. Aber ja, es... Das ist so eine... Du kannst ja nochmal andersrum zeigen. So eine...
Ellipse? Nee, was ist das? Dass das Teil so geformt ist, ist vollkommen irrelevant. Ja, also, aber dass das Teil so geformt, dass das Teil so geformt ist, ist eigentlich irrelevant. Es geht nur darum, dass es mal nach oben und mal nach unten auslädt. Ich habe ja nicht Mathematik studiert. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Machen das nochmal mit einer Kugel. Ich finde diesen Mechanismus schon aufregend irgendwie. Ha, jetzt hat's geklappt. Ja, das sind ja nur eine Millimeter-Einstellungssache. Also wenn der Tisch jetzt ein bisschen schräger ist, als er soll, kann es auch sein, dass das... Das ist dann schlecht, ja. Oh. Hui. Klasse. Okay. Funktioniert. Und es gibt wirklich viele Leute, die sich daheim einfach hinsetzen und gucken den Bällchen zu. Es gibt auf jeden Fall Leute, ja. Schon krass. Ja, ich finde, die das halt auch selbst konstruieren. Und Mold King hat, wie gesagt, einem Mock-Designer, der solche Segmente entwirft, seine Designs abgekauft, hat sich mit ihm geeinigt und hat jetzt mittlerweile 4 solche Sets veröffentlicht. Und jetzt wollen wir mal was probieren. Hol doch mal das andere Set noch her. Da muss ich nicht so weit gehen, weil das ist hier. Das stand jetzt bei uns aber auch ein paar Wochen rum und bei uns wird viel, viel gearbeitet. Das heißt, wer das eine oder andere Staubkorn entdeckt, das behalte. So, jetzt müsste das aber da irgendwie rein. Warte mal, wir können das hier so einstellen, dass das höher ist. Ah ja, das kannst du schön hochdrehen. Okay. Es darf halt nur nicht... Ah, höher geht's nicht. Ich cheat jetzt mal ein bisschen. So. Mhm. Und das könnte hinkommen. Probieren wir es einfach mal. Und hier sind jetzt auch schon Bälle drin, die zu dem Set gehören. Ich hab wieder eine Schraube ausgekippt. Da sind auch schon Bälle drin, die zu dem Set gehören, genau. Ihr müsst euch die anderen Videos auch mal ranziehen. Da haben wir auch schon 1-2 von den Bahnen zusammengestellt. Da war auch schon ordentlich was unterwegs. Also hier ist ein bisschen Stau. Hier ist ein bisschen Stau, hier sind jetzt sehr viele. Ja, ja, aber die kommen ja, also, ja, vielleicht. Aber noch kommen die Maschinen damit zurecht. Ja, teilweise verkanten sie sich jetzt hier. Oh! Wo sind die eben raus? Keine Ahnung. Dafür sollten wir uns das Video mal ansehen. Oh, das ist toll. Ich finde das großartig. Ja, einige Kugeln verschwinden. Wir bräuchten hier einen Ball, Junge. Wir haben einen. Achso. Guck mal, wie von Zauberhand kommen die Bälle hier wieder an. Ja, also wer drauf steht... Ah, genau, da springt es manchmal raus, wenn es hier zu viele Bälle sind. Also ein bisschen fixt einen das schon an, das so zu machen, dass alles 100% funktioniert. Jetzt sind halt immer ganz viele Bälle hier nah beieinander und dadurch sind dann hier viele auf einmal und es kann dann sein, dass sie sich hier verkanten und dann fliegen welche raus. Ja, und das ist das, wo die Cracks da draußen dran arbeiten. Ah, siehst du, jetzt hast du jetzt Hakt hier. Ah, es hakt. Das sind zu viele. Genau. Aber das wäre jetzt die Aufgabe für einen richtigen Technik-Crack, sich zu überlegen, wie man das vermeiden kann, dass sich die Bälle... Ah, stauen. So, jetzt... Ich habe ausgemacht. So. Und in der Theorie, ich denke mal, du kannst alle 4 Bahnen, die wir anbieten, zu einem großen bauen. Sollte funktionieren. Ich weiß nicht, ob das ein geschlossenes System sein soll oder ob das von Punkt A anfängt und bei Punkt... Nee, es hat auch ein Ende. Du hast genau. Einen Aufzug. Das ist ja... das. So. Und ich weiß, dass wir diese hier mit der Regenbogenbahn schon als 1 gemacht haben. Okay. Mit der Harve hier weiß ich nicht mehr, wo mir die dann... Aber
Kombinierbar sollte es sein. Das ist ja der Sinn dieser Serie. Dass zieht man sie euch die Videos kann. Rein, dann wisst ihr, was wir schon alles kombiniert haben. Ja. Und ich glaube, es geht alles. Ja. Finde ich cool. Ist auf jeden Fall eine schöne Anwendung von Technik und von Motoren. Von Technikteilen und von Motoren. Also nicht Videobeweis, aber er kann zumindest Setcut geben. Ich wollte gerade sagen, das sah jetzt eben sehr nach Michael Bulli Herbig und LOL aus. Ja, Videobeweis. Ja, Videobeweis, genial. Ja, genau. Ich liebe es auch. So, wir haben hier die Regenbogenkugelbahn 2 von Motking, die 26009 mit 1281 Teilen zum Preis von 79,95. Die Abmessungen sind 82 cm in der Länge, inklusive Tim. Und 17,3 in der Höhe. Mhm. Und die Breite ist auch? So ungefähr. Du kannst nochmal, wenn du möchtest. Ich kann nochmal. Du kannst die Breite nochmal kurz sagen. Okay, die Breite sind ungefähr 8 Nob und 8 Nob sind, das weißt du auswendig, oder? Ja, das sind ungefähr 11 cm. Wollte ich gerade sagen. Das Ganze mit einem XL-Motor und einer Batteriebox. Das Bauen ist, man sollte schon das eine oder andere Technikset mal gebaut haben, um damit zurechtzukommen. Vielleicht, ja. Ne? Das ist jetzt nichts, was weiß ich, Schwieriges, aber man sollte schon vielleicht mal... Ist ein schönes Set, funktioniert prima. Und solltet ihr irgendwann mal an den Punkt kommen, dass ihr sagt, ja gut, das hat jetzt Spaß gemacht, aber jetzt nehme ich es wieder auseinander, habt ihr hinterher jede Menge tolle Technikteile in Dark Bluish Grey. Das will ich auch mal erwähnt haben. Dark Bluish Grey und Black, das ist wunderbar. Das ist halt kein Leim drin oder so. Deswegen mag ich es nicht so. Ich mag grün, guck mal hier, grün und dunkelgrün hast du. Ich mag Leim. Du machst Leim, alles klar. Dann mehr Leimteile für dich. Ja, ich würde sagen, für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Sieht ein bisschen aus wie so ein Freizeitpark, ne? Ja. Noppensteine kann man jedenfalls nie genug haben. Und demnächst gibt es noch mehr. Ciao. Viel Spaß beim Bauen. Was? Was wolltest du gerade erzählen? Viel Spaß beim Bauen. Ja. Und dann apropos Freizeitpark. Bist du so ein Freizeitpark? Das hier mit diesem hier hoch, weißt du? Und dann hier so, da geht's dann hier so ganz und dann geht's so runter. Warst du schon im Holidaypark? Nee, ich war in den letzten Jahren ein paar Mal im Phantasialand mit meiner Tochter. Das geht ja dann so und geht dann zurück, also nicht nur nach unten, sondern zurück mit Schraube. Okay, ja. Nichts für dich? Ich liebe es. Ich könnte ganz Tag Achterbahn fahren. Also Achterbahn ist okay. Was ich nicht mochte, wo ich nicht mitgefahren bin, ist im Phantasialand dieses Chiapas. Du setzt dich hin, so eine lange Reihe, so nebeneinander. Und dann fährt das hoch und dann dreht sich das die ganze Zeit, bis jeder sein Frühstück wieder von sich gegeben hat. Das brauche ich nicht. Das ist das Interessante. Ich fahre euch jede Achterbahn, wirklich jede. Und die kann noch so schnell und so gefährlich sein. Mir wurscht egal, kein Problem. Muss ich in so eine Schiffschaukel? Weißt du? Ja. Also die einfachste Schiffschaukel, also hier, wo dann die Schiffschaukelbremse, ihr kennt sie, da stehen und bremsen durch die wieder ein, da wird mir schlecht. Weißt du? Aber Achterbahn, mir egal. Erste Reihe mit vollem Haare, ich liebe es. Na dann. Aber du nicht. Nee, Achterbahn fahre ich schon. Aber dieses Chiapas, dieses schiffschaukelartige Ding, das brauche ich nicht. Das sah wirklich so aus wie, unten ist ein Trog und dann kommt, ist ein Biomüll und das Frühstück, jeder gibt sein Frühstück hinterher und seine Handys. Wenn du Glück hast, kannst du es wieder auffangen. Seine Brillen, ja, das ist...